Sieghardt. Schönen guten Tag, Herr Sieghardt. Wir hatten Ihnen ja damals versprochen, dass wir uns sofort melden, wenn wir Ihre Energiekosten senken können. Und da haben wir das grüne Licht und wollten nochmal gemeinsam nachschauen, was wir denn da Gutes für Sie tun können. Die Postleitzahl ist noch die 21129. Das ist in der Tat richtig. Ich hatte noch nicht ganz verstanden, weswegen Sie anrufen. Wir rufen Sie an, weil wir Ihnen ja versprochen haben, dass wir uns sofort melden, wenn wir Ihre Energiekosten, die Stromkosten senken können. Und da haben wir das grüne Licht und wollten, wie gesagt, nochmal gemeinsam nachschauen, was wir denn da Gutes tun können. Ach, sind Sie von den, ich weiß nicht mehr, wie diese Firma heißt, das ist ja schon 2 Jahre her, mit denen ich das damals organisiert hatte. Wir sind die Agentur für Energieberatung, genau. Wir melden uns dann ja regelmäßig, um immer wieder den optimalsten Sparanbieter für Sie rauszusuchen. Richtig, das ist ja das letzte Mal vor knapp 2 Jahren dann der Fall gewesen. Genau. Hatten wir beide damals das Vergnügen. Ich habe ein sehr schlechtes Erinnerungsvermögen, was Personen angeht. Das müssen Sie mir dann bitte nachsehen. Nee, damals war ich noch nicht hier bei der Firma dabei, Herr Sieghardt. In Ordnung. Das hätte ja sein können. Ich möchte ja nicht unhöflich erscheinen. Alles gut, Herr Sieghardt. Mit wie vielen Personen leben Sie denn aktuell in Ihrem Haushalt? Nur Personen oder muss man Tiere da auch wieder mit einberechnen? Nee, nur die Person, Herr Sieghardt. Das letzte Mal, da ging es, da erinnere ich mich noch dran, da haben wir versucht, auseinander zu klabüstern, welchen Mehraufwand in Sachen Strom das Terrarium für die Meerschweinchen benötigt. Okay, wie viel verbrauchen Sie denn da insgesamt, Herr Sieghardt? Wissen Sie das? Die genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt aus dem Kopf nicht mitteilen, aber ich bezahle 63 Euro und irgendein paar zerkrümelte Pfennige dazu. Okay, dann schaue ich mal nach, Herr Sieghardt. So, da sehe ich dann nämlich als optimalsten Sparanbieter für Sie in der Region die SWK. Da werden Sie dann als Neukunde begrüßt mit einem Arbeitspreis von nur noch 25,43 Cent pro Kilowattstunde brutto. Und das ergibt bei einem Verbrauch von ca. 2000 Kilowattstunden im Jahr einen monatlichen Abschlag von ca. 52 Euro nur noch, Herr Sieghardt. Nur noch. Ganz wichtig da. Genau. Das ist ja in der Tat eine massive Minderung. Ja, ich bin jetzt von 2000 Kilowattstunden ausgegangen, Herr Sieghardt. Ist das denn gleichzusetzen mit 63 Euro? Mir ist der Umrechnungsfaktor dafür leider nicht geläufig. Ja, das kommt ja immer auf den Arbeitspreis an für jeden Anbieter, Herr Sieghardt. Aber da ich bereits über Ihre Firma abgewickelt habe, möchte das ja in den Unterlagen stehen, zu welchen Konditionen Sie mich das letzte Mal eingestuft haben. Da darf ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht reingucken, Herr Sieghardt, weil sich da natürlich auch immer Umstände ändern können. Ich erteile Ihnen hiermit ausdrücklich die Erlaubnis, das Archiv zu öffnen. Das darf ich hier von meiner Arbeitsstelle aus nicht, Herr Sieghardt. Das ist ja in der Tat eine Arbeitsbehinderung. Wie kann man nur auf solch eine schwachsinnige Vorgabe kommen? Wenn ich bei der Telekom anrufe, darf der auch in meine Akte reingucken. Ich weiß es nicht, warum, Herr Sieghardt. Es ist bei mir leider so. So, ich kann Sie aber gerne dann auch nochmal vorsichtshalber was höher stufen vom Verbrauch her. Was ist denn da so grundsätzlich anzunehmen für 2 Personen und 16 Meerschweinchen? 16 Meerschweinchen? Ja, wir haben eine Zucht aufgebaut. Ah, okay. Haben Sie Interesse an indischen Kurzhaarmeerschweinchen? Ich bin allergisch, Herr Sieghardt, tut mir leid. Die sind hypoallergen, das ist der Hintergrund dieser Züchtung. Ah, okay, ja, dann werde ich da sicherlich mal mit meinem Mann und meinen Kindern drüber reden, Herr Sieghardt. Gerade für Kinder sind Meerschweinchen ein ausgezeichneter Weggefährte. Ich weiß, ich hatte früher ein Kind selber mal. Okay, so. Also, Herr Sieghardt, aber ganz wichtig dabei für Sie ist halt, die Konditionen bleiben dieselben wie aktuell. Das heißt, Sie haben keine Vorauszahlung und auch keine Kaution oder Umstellungskosten. Kaution beim Strom, das habe ich ja noch nie gehört. Seit wann gibt es das denn? Gibt es da ja nicht, Herr Sieghardt, deswegen sage ich das ja extra nochmal. Das gab es mal irgendwo. Das gab es mal, ja. Das ist ja in der Tat eine Ungeheuerlichkeit. Wer hat sich das denn einfallen lassen? Kaution für Strom. Ich weiß es nicht. Und auch wichtig, da Sie ja dann wieder als Neukunde begrüßt werden, bekommen Sie eine 2-jährige Preisgarantie, wie auch eine Vertragslaufzeit ab Lieferbeginn. So haben Sie da wieder Ihre Ruhe. Das war jetzt beim Strom schon alles, Herr Sieghardt. Nutzen Sie denn auch Erdgas zu Hause? Wenn Sie jetzt Zugriff auf die Kundendaten hätten,
Könnten Sie diese Frage mit Leichtigkeit beantworten? Ich fürchte, ich Da muss da habe mal ich jetzt mal ein Fragezeichen hier stehen. Ich muss mal ein ernstes Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten führen. Das ist ja in der Tat ungeheuerlich, dass Sie da keinen Zugriff erhalten. Trauen die Ihren eigenen Mitarbeitern denn nicht? Das hat einen Datenschutzgrund, Herr Siekert. Welches Ich soll jetzt auch das noch sein? eine relativ no weil ich jetzt auch noch eine relativ neue Mitarbeiterin bin. Wie lange machen Sie das denn schon? Ich mache das jetzt erst seit wenigen Monaten, Herr Siekert. Naja, immerhin. Genau, und deswegen geht das noch nicht. Nutzen Sie denn jetzt auch Erdgas zu Hause, Herr Siekert, oder nicht? Nein. Okay. Das Beste ist dann für Sie, Sie müssen nichts machen. Das ist jetzt Kundenservice pur. Wir stellen Sie auf den neuen Spartarif um, so schnell es geht. Sie bekommen das Ganze natürlich schriftlich in Form der Auftragsbestätigung, wie damals von uns nach Hause. Prüfen es bitte, vergleichen es mit Ihren Unterlagen. Und wenn alles so stimmt, wie von mir erklärt, heften Sie das Ganze einfach nur zu Ihren Unterlagen hinzu. Alles Weitere kennen Sie ja bereits, machen ja dann die Anbieter unter sich. Doch. Herr Siekert, der Mewisweg 88, der ist noch aktuell, ja? Der ist nach wie vor aktuell. Sehen Sie, Sie haben die Kundendaten ja doch. Wo ist denn jetzt das Problem gewesen? Das ist, ich habe ja jetzt hier nur die Adresse, den Namen und die Telefonnummer, das, Herr Das Siekert. Sind somit die und wichtigsten die Informationen, auf die haben Sie Zugriff. Aber die unwichtigen Sachen genau. dürfen nicht einsehen. Ich verstehe es auch nicht, Herr Siekert. Ich könnte so, und da Ihnen läuft der jetzt, Strom ja dass Sie ja noch relativ neu sind, kennen Sie das ja vielleicht noch nicht. Soll ich Sie darüber aufklären, warum das so ist? Warum denn, Herr Siekert? Können Sie mit der Wahrheit umgehen? Ja. Dann werde ich Sie jetzt darüber aufklären, dass Ihr gesamter Gesprächsleitfaden, den Sie gerade bravourös vorgetragen haben, ich höre das ungefähr 5, 6 Mal am Tag, Sie haben das sehr schön einstudiert, aber das ganze Gespräch beginnt schon mit einer Lüge, indem Ihre Firma Sie dazu anhält, zu sagen, Sie hätten mit uns ja bereits schon den Strom gewechselt. Das ist de facto eine Lüge. Okay, Herr Siekert, das ist jetzt aber nur das, was ich hier stehen habe. Ja, da sehen Sie, darauf wollte ich Sie ja hinweisen, dass Sie als junge, engagierte Frau dahingesetzt werden und dann gibt man Ihnen einen Text, der vor Lügen nur so strotzt. Genau wie Sie zum Abschluss eben gesagt haben, wie Ihnen schon bekannt, da wird wieder suggeriert, dass man das ja mit Ihrer Firma schon mal gemacht hat, was in diesem Fall eine glatte Lüge ist. Diese Telefonnummer und diese Adressen, die gibt es seit wenigen Tagen. Und haben Sie sich noch gar nicht gewundert, dass Sie mit einem Mann reden, der wie Adolf Hitler spricht? Doch, das habe ich schon mitbekommen, Herr Siegert. Sehen Sie, das ist alles nur, um einmal aufzuzeigen, was für eine Betrügerei in diesen Callcentern geschieht. Ihre Firma kauft diese Daten aus irgendwelchen dubiosen Quellen im Internet auf und ruft dann die Leute an und lügt ihnen vor, hallo, Sie haben das mit uns schon mal gemacht. Das suggeriert Vertrauen, dass das schon mal funktioniert hat. Und dadurch werden die Leute dann dazu gedrängt, das erneut zu tun. Okay, Herr Siekert, dann weiß ich daher Bescheid. Das ist in der Tat. Was halten Sie von dieser Vorgehensweise Ihrer Firma? Ich kann da jetzt nicht sagen, ich bin ja dann im Endeffekt nur eine Angestellte, ich mache ja auch nur meinen Job und irgendwie muss ich ja auch mein Geld verdienen, Herr Siekert. Das ist richtig, das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich wollte Sie eben nur darüber informieren, dass Sie im Endeffekt eine Straftat begehen, wenn Sie einen verbotenen Werbeanruf durchführen und den Leuten das falsche Okay, Herr Siegert, erzählen, aber dann wird ja am Ende wird ja mein Chef dafür belangt und nicht ich, weil es ist ja seine Firma. Trotzdem stützt Unwissenheit ja vor Strafe nicht, das kennen Sie doch sicher. Ich möchte Sie jetzt ja auch nicht persönlich belangen, ich dachte nur, dass Sie noch relativ Alles okay. jung in der Branche sind, dass ich Sie vielleicht darüber aufklären kann, dass Sie da mal nachforschen können für sich selber und abschätzen, aber ob Sie das mit der eigenen ich Ihnen lassen, Seele Herr Siegert, vereinbaren Sie sind, können. Machen wirklich eine sehr gute Imitation. Ich kann auch einen sehr guten Russen machen, wenn du mir schon Komplimente machst. Mein Name ist Dimitri. Herr Siekert, verdienen Sie damit Ihr Geld? Vielleicht bald mal. Und weißt du, ich kann auch sprechen wie ein Inder. Magst du Inder? Und wie reden Sie von Natur aus, Herr Siekert? Ja, manchmal bin ich auch ein Schweizer. Okay, Herr Siekert, dann möchte ich Sie jetzt aber auch nicht... Ja, ich kann auch wie ein Französisch sprechen. Ich kann dir auch, okay, Siegert, wenn du das magst, kann ich dir auch den Schwulen machen. Danke, Herr Siegert, sehr freundlich, ja, aber ich verzichte drauf. Darf ich dich da einladen, dass du einfach mal selber recherchierst, weil du willst ja nicht bei Gefängnis irgendwann kommen. Mache ich, Herr Siegert. Nee, ohne Scheiß mal, das ist echt scheiße, was die euch machen lassen. Vor allem, wenn ihr das gar nicht wisst. Okay, Herr Siegert, ich werde dem der ganzen nachgehen, werde mich darüber dann mal informieren und weiterschauen. Ja, aber, dann wünsche ich jetzt aber trotzdem... Aber bitte, ja? bitte, informier dich bei Internet. Einfach mal bei Google gucken, weil so, wenn du Chef fragst, der wird natürlich sagen, ist doch alles normal, ist doch alles normal.
Mach ich, Herr Sieger. Super. Verkauf nicht deine Seele, meine Schwester. Mach ich. Das wieder. Wünsche ich noch ein Tschüss. Tschüss, ich liebe dich.